Die Quarantänebestimmungen, die könnten zwar fallen oder gelockert werden, allerdings gibt es nach wie vor etliche Gerichtsverfahren, die in den letzten Monaten auch abgearbeitet wurden. Konkret geht es hier um zwei Paragraphen des Strafgesetzbuches 178 und 179 StGB. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass man hier in Kauf nimmt, trotz eines positiven Corona-Tests andere fahrlässig oder vorsätzlich gar anzustecken. Diesbezüglich gab es einige Urteile, mitunter auch sehr kuriose. Unter anderem wurde geahndet, dass jemand, der die Quarantäne verlassen hat, um den Müll hinauszubringen, hier auch ein Gerichtsverfahren erleiden musste. Ein Mann, der in einem Fitnesscenter gearbeitet hat und Existenzängste hatte, der musste ebenso vor den Richter. Dann gab es den Fall eines infizierten Baggerfahrers, der trotz eines positiven Corona-Tests weitergearbeitet hat, und etliche andere Fälle liegen vor. Besonders kurios vielleicht jener Fall eines Oberösterreichers, der Corona-positiv war, dann einen Autounfall gebaut hat und so von der Polizei auch entdeckt wurde. Die Frage ist natürlich, würden all diese Gerichtsverfahren bei einer Änderung der Quarantänesituation nicht ad absurdum geführt werden oder nicht? An und für sich würde hier wohl die alte Rechtslage gelten, aber die Gerichte, die sind nach wie vor mit etlichen Fällen hier auch betraut.